Cem Özdemir ist der Spitzenkandidat der Grünen, die nach über 10 Jahren zurück in die Bundesregierung möchten. Herr Özdemir, herzlich willkommen hier bei uns in der Deutschen Welle. Danke sehr. Schön, dass Sie hier sind, Herr Özdemir. Freue mich. Herr Özdemir, Sie sind in Süddeutschland in einem kleinen Städtchen aufgewachsen. Sie sind der Sohn türkischer Einwanderer. Ihre Eltern waren Muslime. Erklären Sie uns, wie der Weihnachtsbaum, den sehen Sie da hinten, in das Wohnzimmer Ihrer Kindertage kam. Indem er aufgestellt wurde. meine Eltern fanden das immer als selbstverständlich, dass wenn man in Deutschland aufwächst, die anderen feiern Weihnachten, dass dann das eigene Kind sich nicht ausgegrenzt fühlt und haben deshalb einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Es fiel meiner Mutter aber auch deshalb nicht schwer, weil sie in Istanbul aufgewachsen ist und dort armenische Nachbarn hatte, jüdische Nachbarn, griechische Nachbarn hatte und man sich an den jeweiligen Feiertagen immer besucht hat. Also an den muslimischen Feiertagen kamen die christlich-jüdischen Nachbarn vorbei und umgekehrt hat man sich an den jüdischen christlichen Nachbarn Feiertagen besucht. Insofern war ja das alles nicht ganz fremd mit Ostern und mit Weihnachten. Und meine Mutter, Sie haben sich selbst früher zumindest immer als anatolischer Schwabe bezeichnet. Mhm. Wie bezeichnen Sie sich heute? Das hat sich jetzt nicht so grundlegend geändert. Also Berufsbezeichnung ist Politiker, aber jetzt so als Mensch anatolischer Schwabe. Das entstand aus der Not heraus, weil als ich 94 das erste Mal gewählt wurde, haben sich die Medien ein bisschen schwer getan, das Phänomen zu beschreiben. Deutsch-Türke, Euro-Türke. Eine Zeitung in Südwestdeutschland schrieb mal Spätzle-Türke. Ich weiß gar nicht, ob man das vernünftig übersetzen kann. Also die Speise, die berühmte Speise in Baden-Württemberg im Ländle. Und da dachte ich, bevor die jetzt alle kulinarischen Angewohnheiten durchmachen, suche ich mir selber einen Begriff. Und so entstand der anatolische Schwabe, Schwäbisch. Das ist die Sprache, die ich als erstes im Kreissaal gehört habe. Ich gebe zu, die Erinnerung verblasst mit der Zeit. Und anatolisch, weil anatolisch drückt eben aus, all die Leute, die in der Türkei früher gelebt haben oder leben, das sind Juden, Christen, Muslime, das sind Türken, Kurden, das sind Aleviten, Sunniten. Und ich wollte nicht beschränkt werden auf eine Ethnie oder auf eine Konfession, sondern ich wollte für alle sprechen, auch Menschen, die nicht meiner Herkunft sind. In der Schule gab es einen Moment, wo Sie das Gefühl hatten, ich bin doch anders. Naja, was die Noten angeht, auf jeden Fall. Ich hatte bis zur 4. Klasse in Deutsch durchgehend eine 5, also quasi die fast schlechteste Note. In der 1. Klasse sollte ich schon sitzen bleiben und in Baden-Württemberg ist das Schulsystem ja wie damals üblich bundesweit, dass nach der 4. Klasse dann eben auf weiterführende Schulen verteilt wird. Und ich kann mich daran erinnern, ich saß in der letzten Reihe mit dem einzigen anderen Migrantenkind. Das war ein portugiesischstämmiger Junge. Bei uns gab es viele portugiesischstämmige Kinder. Und der Lehrer fragte eben in der 4. Klasse, auf welche weiterführende Schule man gehen möchte. Und das deutsche Schulsystem ist gegliedert oder war bis dahin gegliedert, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und meine Mutter sagte immer, geh aufs Gymnasium, als ob man das per Ordre de Mufti quasi verordnen könnte. Und als der Lehrer fragte, wer will auf die Hauptschule, habe ich nicht gestreckt, Realschule habe ich auch nicht gestreckt. Und beim Gymnasium habe ich gestreckt und das dauerte eine Weile, bis der Lehrer mich entdeckte, weil ich eben so weit hinten saß. Und als er mich entdeckte, brach er in einen Lachkrampf aus. Irgendwann lachte die ganze Klasse, weil die das alles so lustig fanden. Dass jemand, wie ging es Ihnen in dem Moment, erinnern Sie sich? Ich fand es gar nicht so lustig, sondern und es gibt ja so bestimmte Dinge, die behält man auch im hohen Alter bei und vergisst die nicht. Und ich glaube, wenn ich eines Tages mal im Sterbebett liege, dann werde ich mich, glaube ich, an dieses Lachen noch erinnern. Und das ist so etwas, hat es bei Ihnen sowas getriggert, dass Sie einfach immer besser sein müssen als andere, um sich durchzusetzen? Ich glaube, da geht es ja Frauen nicht anders. Das hat zumindest meinen Ehrgeiz beflügelt, dass ich zeigen möchte, auch wenn man mir was nicht zutraut. Das hat mich ja dann später immer begleitet. Kann der Abgeordnete, kann der Vorsitzende, kann der Spitzenkandidat, dass ich mir immer vorgenommen habe, euch zeige ich es. Sie haben sich ja frühzeitig für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden. Mhm. Heute sind Sie für einen Doppelpass. Warum hat das so? Ich habe selber keinen Doppelpass. Mir reicht ein Pass. Ich finde, es gibt schönere Dinge im Leben, die man sammeln kann als Pässe. Ich habe schon Schwierigkeiten, den einen Pass nicht zu verlieren. Dass man sich für einen Pass entscheiden sollte. Ich bin hier geboren. Ich fand das absurd, dass ich in dem Land, in dem ich geboren bin, nicht Staatsbürger bin mit der Geburt. Damals gab es ja das Geburtsrecht nicht. Später, welche Ironie, gehörte ich einer Regierung an, die das Geburtsrecht eingeführt hat. Also dass für so Menschen wie mich, die in dem Land geboren werden, zumindest die Kinder später mal mit der Geburt Staatsbürger sind. Also ein republikanisches Staatsangehörigkeitsrecht. Das finde ich gut, dass wir das jetzt haben, mit allen Unzulänglichkeiten. Doppelte Staatsbürgerschaft ist für mich jetzt kein Heiligtum. Ich finde, die wird in Deutschland sehr polarisiert geführt. Die einen tun so, als ob es eine Menschheitsbeglückung wäre. Die anderen tun so, als ob es
irgendwas Diabolisches wäre. Ich finde, das Ziel ist die Einbürgerung. Es ist besser, wenn Leute, die auf Dauer in Deutschland leben, Staatsbürger sind, weil man von Bürger zu Bürger die Probleme des Landes besser besprechen kann. Und die doppelte Staatsbürgerschaft ist dabei ein Mittel zum Zweck. Aber natürlich kann man mit mir darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich schlau ist, dass jemand, der seit 30, 40, 50 Jahren hier lebt, vielleicht in der dritten Generation, müssen die wirklich in der Türkei beim Referendum mit abstimmen? Wäre es nicht besser, dass die in Deutschland abstimmen? Wie erklären Sie sich das, dass manche Türken oder auch Araber, die hier lange leben, sich immer noch mit dem Land sich nicht identifizieren können? Wer hat hier versagt? Ja, erstmal ist es nichts Ungewöhnliches, wenn man sich identifiziert, auch mit dem Land, aus dem die Vorfahren kommen. Ist ja nichts Unanständiges. Es geht ja auch Deutschen nicht für so. Die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn Deutsche im Ausland leben, dann haben sie auch einen Bezug zu Deutschland, verfolgen die deutsche Welle und wollen wissen, was passiert in Deutschland. Das ist nichts Unanständiges. Völlig okay. Dass sie die Sprache sprechen, ist auch völlig okay. Neben der Amtssprache, dass sie ihre Religion, wenn sie religiös sind, nachgehen, auch völlig okay. Aber klar muss auch sein, hier spielt die Musik. Die Probleme unserer Kinder, die werden hier gelöst. Die löst weder ein Herr Erdogan noch sonst jemand, sondern hier in Deutschland werden die Probleme gelöst von denen, die auf Dauer hier leben. Dann lassen Sie es uns konkreter machen. Und die Frage war ja, wer hat da versagt? Genau. Ich glaube, dass wir zu spät auf das neue Staatsangehörigkeitsrecht gesetzt haben. Es hat sehr lange gebraucht, bis wir zugegeben haben, dass wir ein Einwanderungsland sind in Deutschland. Und dann folgen natürlich auch bestimmte Konsequenzen später. Aber natürlich darf man nicht naiv sein. Es gibt auch andere Länder, die wollen ganz bewusst, dass ihre Bürger sich nicht hier integrieren. Das gilt nicht nur für die Türkei, es gilt auch für Herrn Putin, der natürlich auch ein Interesse daran hat, dass die Deutschrussen hier ihre Antennen Richtung Moskau richten und nicht Richtung Berlin. Stichwort Türkei. Herr Özdemir, der Menschenrechtsaktivist Peter Steudner wurde jetzt in der Türkei verhaftet. Sie haben auf Twitter, auf dem Twitter-Dienst geschrieben, die Politik der Bundesregierung in Bezug auf die Türkei ist ein Scherbenhaufen. Was würden Sie anders machen, wenn Sie in der Bundesregierung wären? Also retrospektiv ist man immer klüger, aber ich glaube, es war ein großer Fehler, dass die Bundeskanzlerin 2005, als sie die Regierung von Rot-Grün übernommen hat, also von Schröder-Fischer, damals in der Türkei-Politik nicht auf Kontinuität gesetzt hat. Wir haben damals Beitrittsverhandlungen mit der Türkei geführt, aber mit einer ganz anderen Türkei. Das war eine reformorientierte Türkei, die hat den Christen mehr Rechte gegeben. Sie hat die kurdische Frage diskutiert. Selbst die schwierige Frage wie die Armenien-Frage konnte in der türkischen Nationalversammlung einigermaßen entspannt diskutiert werden. Frauenrechte wurden gestärkt. In einer solchen Phase, wo die Türkei auf dem richtigen Weg ist, hat die Bundeskanzlerin auf Druck ihrer Partei gesagt, privilegierte Partnerschaft statt Mitgliedschaft. Ist die Bundeskanzlerin daran schuld, dass die Türkei jetzt in so einem Zustand ist? Nein, das wäre natürlich jetzt sehr unterkomplex. Das wäre jetzt ein bisschen eine intellektuelle Unterforderung. Aber sie hat dazu beigetragen, dass in der Türkei nicht die Reformkräfte gestärkt wurden. Das war ein großer Fehler. Sie hat die Türkei dann wiederentdeckt, als die Flüchtlingskrise ausbrach und man die Türkei brauchte. Dann war sie quasi jeden zweiten Tag in der Türkei. Das hat natürlich Erdogan auch ein bisschen das Gefühl gegeben, die Deutschen brauchen mich, die deutsche Bundeskanzlerin ist auf mich angewiesen. Ich bin Weltenlenker, alle müssen mich fragen. Und das war, glaube ich, ein großer Fehler. Man hätte Erdogan von Anfang an deutlich machen müssen, schlimm genug, dass er in der Türkei das Land gleichschaltet. Hier hat der lange Arm von Erdogan nichts verloren. Und da hat man große Fehler gemacht. Nehmen Sie das Beispiel, als rauskam, dass türkische Moscheen benutzt werden für Spionage, für die Denunziation von Oppositionellen. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Man hat so lange gewartet, bis alle Beweismittel vernichtet worden sind. Ja. Das wäre bei mir nicht passiert. Okay, wenn wir über jetzt und heute sprechen, wenn Sie heute Entscheidung treffen können, was würden Sie anders machen mit der Partnerschaft mit der Türkei? Also die Beitrittsverhandlungen, die würde ich da lassen, wo sie sind. Sie sind ja im Kühlregal ganz hinten. Aber sind sie schon. Und sie würden ruhen. Und wenn die Türkei die Todesstrafe einführt, wie angekündigt, dann enden sie. Dann sind sie komplett abgebrochen und dann müsste die Türkei den Europarat verlassen. Mhm. Und was beispielsweise die Frage Konya angeht, jetzt mit der NATO-Mission, um es konkret zu machen, die Türkei verweigert ja unseren Abgeordneten den Zugang. Man muss dazu wissen, die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee. Das heißt, deutsche Abgeordnete haben das Recht, ihre Soldaten, wo immer sie stationiert sind, zu besuchen, um sich danach zu erkundigen, wie es ihnen geht, ob alles okay ist. Wenn Erdogan das weiter verweigert, dann muss es eine Antwort aus Brüssel geben, von der NATO. Das ist ja eine NATO-Mission.
Ich finde die Position des NATO-Generalsekretärs falsch, denn der hat ja so getan, als ob es ein Problem gäbe, Merkel versus Erdogan. Es gibt ein Erdogan-Problem. Erdogan verhält sich nicht NATO-konform. Erdogan verhält sich wie ein Schlägerer in der Kneipe, der irgendwie da alle zusammenschlagen möchte. Es gibt Regeln in der NATO. Die NATO ist eine Wertegemeinschaft. Wenn Erdogan mit diesen Werten ein Problem hat, dann soll er es sagen, dann muss die NATO die Konya-Mission beenden. Müssten wir dann auch reagieren in Bezug auf die NATO und unsere Partnerschaft überdenken? Nicht isoliert, sondern im Rahmen der NATO muss die Reaktion erfolgen. Deshalb darf man den Generalsekretär aus seiner Verantwortung nicht entlassen. Er will sich da einen schlanken Fuß machen. Wir müssen reagieren in Deutschland. Wir müssen deutlich machen, wir dulden es nicht, dass Herr Erdogan versucht, die türkischen Vereine über seine Vorfeldorganisation, die er hier aufgebaut hat, mit viel Geld gleichschaltet. Es gibt hier gerade, während wir hier reden, wird in einer Moschee nach der anderen in Deutschland der Vorstand ausgewechselt. Die integrationswilligen Leute werden abgezogen. Die Leute, die gut Deutsch können, die mit ihren christlichen Pfarrern, mit ihren jüdischen Rabbinern, mit ihren deutschen Nachbarn Austausch pflegen, die werden abgesetzt, ersetzt durch Leute, die ihre Befehle aus Ankara empfinden. Das geht nicht. Da muss man eine klare Ansage machen. Ja. Frau Merkel ist mir da zu soft. Mhm. Die gleiche Verurteilung, als auch Deniz Yücel vor über 100 Tagen auch inhaftiert worden ist, haben wir das Gleiche gehört, was wir jetzt auch bei Peter Steutner hören. Deniz sitzt immer noch in Haft. Mein Eindruck ist, es wird viel geredet, aber on the ground passiert nicht viel, auch von Ihnen. Das heißt, nicht Soldaten in die Türkei schicken, um Deniz Yücel und die anderen. Ja gut, was soll dann passieren? Also auch ein Protest, also jetzt die Grünen heute auf der Straße gehen und sagen, geht auch nicht mehr, habe ich jetzt nicht erlebt. Es ist ja nicht so, dass wir Mitglied der Türkei werden wollen. Die Türkei will Mitglied der Europäischen Union werden. Aber was soll dann genau passieren? Insofern ist auch klar, wer sich wem anpassen will. Die Türkei hat große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Durch den Isolationskurs von Erdogan ist die Wirtschaft in höchstem Maße verunsichert. Deutsche Touristen reisen nicht mehr so hin wie früher. Ich finde, die Türkei will Wirtschaftshilfe. Sie bettelt ja geradezu um Geld von Deutschland. Meine Antwort wäre ja sehr klar. Ich sehe nicht, wodurch die Türkei sich für Wirtschaftshilfe qualifiziert. Für mich ist völlig klar, ich würde deutschen Unternehmen sagen, die Türkei ist kein sicherer Standort für Investitionen. Es gibt keine Rechtssicherheit. Jeder kann jederzeit willkürlich verhaftet werden. Die Daumenschrauben würden bei uns angezogen werden. Aber das war so, dass der Erdogan spürt. Yücel sitzt im Gefängnis, Steutner sitzt in Haft. Ist jetzt nicht der Moment, wo man sagt, wir legen die Beitrittsverhandlungen nicht nur ins hinterste Regal, sondern wir brechen die jetzt ab? Jetzt ist einfach eine Grenze überschritten. Ich befürchte, dass wir zwei das noch sehr bald erleben würden. Ich würde nur gern einen Fehler vermeiden. Ich würde gerne vermeiden, dass die mehr als 50% der Menschen in der Türkei, die gegen Erdogan sind, das hat man ja beim Referendum gesehen, wenn es eine faire Wahl gewesen wäre, hätte er sie verloren. Erdogan gewinnt keine faire Wahl mehr, verliert sie. Die vorletzte Parlamentswahl, die man vielleicht als letzte halbwegs faire Wahl bezeichnen kann, die hat er verloren. Danach hat er seine Lehre gelernt. Er muss dafür sorgen, dass es keine fairen Wahlen mehr gibt. Oppositionelle, die er nicht besiegen kann, sperrt er ins Gefängnis. Wie Selahattin Demirtas von der HDP. Er verweigert ihnen den Medienzugang. Stellen Sie sich mal vor, bei uns würde eine Wahl so stattfinden. Frau Merkel auf allen Kanälen 24 Stunden und 5 Minuten kommt der Rest dran. Und Özdemir ist im Gefängnis und Schulz wird zusammengeschlagen. Das ist das, was in der Türkei passiert. Und das ist, was in der Türkei passiert. Mich würde es immer noch interessieren, was konkret müsste sich heute ändern, damit sowas nicht weitergeht. Weil ich meine, Erdogan erlaubt sich ja schon einiges in der letzten Zeit. Und mein persönlicher Eindruck, dass es auch immer mehr und weiter geht. Was müsste denn passieren? Weil bis jetzt habe ich keinen konkreten Schritt von Ihnen gehört. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass unsere Einflussmöglichkeiten in der Türkei mittlerweile begrenzt sind. Sie waren da, als wir Beitrittsverhandlungen geführt haben. Deshalb habe ich ja gesagt, dass es ein großer Fehler war von Frau Merkel, dieses Instrument aus der Hand zu geben. Für Reformen gibt es eine Belohnung und fürs Gegenteil gibt es eben keine Belohnung, sondern gegebenenfalls Sanktionen. Das hat sie genau andersrum gemacht. Sie hat Erdogan bestraft, als er was Richtiges gemacht hat, und sie hat ihn belohnt, als er was Falsches gemacht hat. Also das völlige Gegenteil, was man normalerweise macht. Das ist jetzt aber rum, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Nach vorne gerichtet. Es ist schlimm genug, dass wir nichts wenig machen können, was die Türkei angeht. Aber den Versuch von Erdogan, das reicht hier aber nicht. Erdogan will ja auch in Deutschland die Türkei errichten. Und da muss ich ganz klar sagen, das geht nicht. Und das kann ich verhindern. Ich kann sagen, kein Geld mehr in Zukunft aus der Türkei für Moscheen hier. Das hat aber dann zur Konsequenz, dass wir dann als Bundesrepublik Deutschland sagen müssen, dass wir in die Vorleistung gehen mit den Gemeinden zusammen und sagen, dafür, dass ihr euch abnabelt, helfen wir euch finanziell. Ich kann beispielsweise sagen, dass jeder Versuch, hier eine Art Parallelstaat zu errichten, dass ich den unterbinde,
zu mir kommen eine Menge Oppositionelle, die Angst haben. Die sagen, ich habe Angst, dass ich in Deutschland nicht geschützt werde. Ich meine, nehmen Sie jetzt den Versuch, Leute zu infiltrieren in den deutschen Verfassungsschutz. Ich finde, da muss es eine glasklare Antwort geben, dass wir das hier nicht dulden. Da ist mir Deutschland ein bisschen zu naiv. Das klingt nach einer harten Position, Herr Özdemir, vielleicht auch für unser internationales Publikum als Erklärung. Wenn Sie in die Bundesregierung kommen, dann ja sicher als kleinerer Koalitionspartner aller Voraussicht nach. In unserem Land ist es Tradition, dass der kleine Koalitionspartner häufig dann den Außenminister stellt. Das wäre sicher eine Position. Oder die Außenministerin. Oder Dankeschön. Das wäre sicher eine Position, für die Sie sich erwärmen könnten. Stelle ich jetzt mal einfach so in den Wir Raum. Wir verteilen keine Ministerämter. Nein, aber schwäbische Bescheidenheit sagt, erst muss man eine Wahl gewinnen und wenn man die Wahl gewonnen hat, dann muss man erfolgreich verhandeln und wenn die Verhandlungen erfolgreich waren, kommt ganz zum Schluss die Frage, wer wird was? Und natürlich ist klar, dass die Leute, die den Wahlkampf führen, also die Spitzenkandidaten, da ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben, um mich zu sagen, das entscheiden. Aber das kommt dann ganz zum Schluss. Erstmal müssen wir die Wahl gewinnen. Erstmal gewinnen ist Ihre Position. Trotzdem ein paar Positionen würde ich gerne einfach mit oder würden wir gerne mit Ihnen diskutieren, eben auch für unser internationales Deutsche Welle Publikum, wenn Sie in der Regierung wären. Venezuela ist ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt, auch gerade wir hier in der Welle berichten da ganz regelmäßig drüber. Sehen Sie die Notwendigkeit, dass sich die Bundesregierung in diesen Konflikt mehr einbringt? Also ich finde, man muss deutlich sagen, dass das, was der Maduro macht, das sind schlimmste Menschenrechtsverletzungen, er setzt sie über Parlamentsbeschlüsse hinweg. Das Volk muss die Zeche dafür bezahlen. Das ist ja kein armes Land. Das ist eines der reichsten Länder der Welt, wo eben unter Chavez schon nicht in die Infrastruktur investiert wurde, in die Modernisierung der Ölindustrie investiert wurde, sondern hat sich die Wahlen gekauft durch Geschenke. Und was mich am meisten empört, ist, dass es eine Partei im Deutschen Bundestag gibt, die das nur rechtfertigt, die Linkspartei. Also die da so einen Linksromantizismus hat. Ich war mit 15 auch mal, habe ich mich interessiert irgendwie für die Opposition in El Salvador und war für die Sandinisten, aber da war ich 15. Ich finde, da gibt es einfach keine Entschuldigung, dass man diese Art von Putsch von oben, vom Präsidenten, der seine Macht legitimiert durch Gewalt und das Land kaputt macht, in den Abgrund steuert, dass das auch noch unterstützt wird. Da wünsche ich klare Kritik. Mein Eindruck ist, und das passt aber auch zu dem Verhalten von einem Teil der Linken in Südamerika. Ich höre sehr wenig von meinen Freunden von der Linken in anderen südamerikanischen Ländern, das deutlich anzusprechen. Man kann doch Menschen. Was würden Sie ansprechen, wenn es ums Thema Russland? Nee, wir müssen ein bisschen weitermachen, ums Thema Russland geht. Auch da herrscht. Das passt ja sehr gut. Also, was mich sehr ärgert, ist, dass es eine Menge Leute gibt, die ihre Kritik an Menschenrechten davon abhängig machen, geht es jetzt gerade gegen die Amerikaner oder geht's nicht gegen die Amerikaner. Menschenrechtsverletzungen hängen doch nicht davon ab, wer sie begeht. Ich muss doch gegen jede Art von Menschenrechtsverletzung sein, ob sie nun von Amerika unterstützt wird oder von Russland zu verantworten ist. Und das Gleiche gilt eben für Venezuela. Und es gibt einen Teil der Linken, die definieren ihre Menschenrechtsgeschichte so, dass sie sagen, wenn Linke, vermeintlich Linke, Menschenrechte verletzen, Leute einsperren, umbringen lassen, ist es nicht so schlimm, wie wenn es die Gringos machen. Das hat mit der Politik meiner Partei nichts zu tun. Wir haben keine Lieblingsdiktatoren, wir haben keine lieblingsautoritäre Herrscher. Wenn Putin die Ukraine besetzt, dann muss man das scharf attackieren. Und in dem Fall bin ich bei der Bundeskanzlerin. Ich finde es richtig, dass sie in Europa organisiert hat, dass wir Sanktionen gegen Russland machen. Reicht das, wie es gerade ist, oder mehr Sanktionen? Ganz klar, wenn Russland einen richtigen Schritt macht, muss man es belohnen. Wenn Russland einen falschen Schritt hat, muss es eine andere Konsequenz geben. Was ist der aktuelle Stand für Sie heute? Also, ich meine, Russland hat zugegeben, dass die Besetzung der Krim mit russischen Soldaten erfolgt ist. Wir sehen gerade, dass es eine Eskalation gibt in der östlichen Ukraine. Von daher sehe ich keinen Anlass, die Sanktionen aufzuheben. Im Gegenteil, ich finde, die Sanktionen müssten verschärft werden. Russland deutet ja jetzt offensichtlich an, dass es auch da russische Soldaten gibt. Wir hören jetzt gerade, dass es Zwangsarbeit gibt, dass Leute verschleppt werden. Ich sehe keinen Anlass, dass man Russland dafür belohnt. Wenn wir zurück nach Deutschland kommen und bei der Vorbereitung hat mich wirklich interessiert zu wissen, für was kämpfen die Grünen heute? Für was stehen sie immer noch heute? Das, warum ich in die Partei eingetreten bin. Ich bin im November 81 mit 15 Jahren in die Grünen eingetreten. Damals ging es um das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit. Wir waren die einzige Partei. Wir haben viel erreicht. Deutschland ist eines der wenigen Industrieländer, das den Atomausstieg beschlossen hat. Also wir mit unseren Prozenten haben CDU, CSU, SPD, FDP überzeugt, dass sie das mitmachen. Großer Erfolg. Aber zur Wahrheit gehört auch, die CO2-Emissionen seit 8 Jahren sinken nicht. Deutschland ist Weltmeister bei der Braunkohlenutzung. Also wir haben noch viel zu tun. Das Pariser Klimaschutzabkommen hat Frau Merkel unterschrieben und ich bin da altmodisch. Die Unterschrift der deutschen Bundeskanzlerin bindet auch mich als Grün.
Und ich fühle mich verpflichtet, dass wir als Deutschland Weltmeister werden, wieder beim Klimaschutz. Und da würde ich mich gern dafür einsetzen. Und wie erklären Sie sich, dass die Umfragen auch eher runtergehen? Hat das mit Ihnen als Spitzenkandidat zu tun? Die Grünen stehen gerade jetzt nicht so gut da. Naja, sie gehen jetzt gerade aktuell hoch. Wir haben schon mal 6%, jetzt sind wir bei 7%, jetzt sind wir bei 8%. Das war aber schon mal besser. Also grüne Bundestagswahl 2013 war 8,4, so weit sind Sie noch nicht. Also die letzte Umfrage sind Sie bei 8%. Genau, und eine sieht uns sogar bei 9%. Das ist doch schon mal ein Weg. Und in meinem Bundesland Baden-Württemberg sind wir bei 14%. Bei der Umfrage waren wir letztes Mal bei 11%. Bundesländer nicht, Nein, die Jobbeschreibung eines schwäbischstämmigen Parteivorsitzenden ist nie zufrieden zu sein, sondern immer mehr zu verlangen und anzutreiben. Aber ich meine, besser die schlechten Umfragen am Anfang und sich dann verbessern wie umgekehrt. 2013 bei der Bundestagswahl hatten wir super Umfragen. Und am Schluss kamen wir mit 8,4% ins Ziel. Jetzt ist es umgekehrt, wir arbeiten uns langsam vor. Sie sind zufrieden heute mit den Ergebnissen? Nee, ich habe ja gerade Frau Pohl widersprochen, dass ich gesagt habe, ich bin nie zufrieden, ich will immer mehr. Aber wir verbessern uns ja gerade und die Umfragen werden besser. Dass es sich ändert? Weil, ich meine, so eine große... Außer, dass ich bei der Deutschen Welle bin, mache ich ganz viele Veranstaltungen, Wahlkampf. Ich hatte jetzt neulich in Tutzingen ein Bierzelt mit 700 Leuten. Also auf Twitter haben Sie ja getweetet, aber ich meine, Underground, dass es auch bei allen ankommt. Durch die Republik reisen. Die Wahl wird nicht in Berlin-Mitte gewonnen, sondern die Wahl wird gewonnen in ganz vielen Lokalzeitungen, ganz vielen Lokalradios. Das ist bei uns nicht anders wie in anderen Demokratien. Es gibt in Berlin-Mitte so eine Art Blase. Das gilt für uns in der Politik, genauso wie für die Hauptstadtjournalisten. Draußen in Deutschland, da wird die Wahl gewonnen und da bin ich. Reicht denn das Thema Umweltpolitik aus? Nein, sicher nicht. Es geht auch um Europa. Präsident Macron, der neu gewählte französische Präsident, streckt uns die Hand entgegen. Er will mit uns eine Klimaunion gründen. Das muss man sich mal vorstellen. Aus Frankreich kommt das Angebot an Deutschland. Lasst uns vorangehen beim Thema CO2-Bepreisung. Ich finde, das ist eine einmalige Chance, mit Macron zusammen Europa zu stärken, voranzugehen. Das würde ich gerne machen. Ich glaube gar nicht, dass die Kanzlerin das anders sieht. Aber sie traut sich nicht, angesichts ihres rechten Flügels da voranzugehen. Wir wären da entschieden. Und dann geht es natürlich um das Thema Zusammenleben in Deutschland. Ich will ein Land, wo man nicht beurteilt wird danach, wo man herkommt. Niemand hat sich seine Herkunft ausgesucht, sondern danach, wo man hin möchte. Alle, egal ob russischstämmig, türkischstämmig, schwäbisch, was auch immer, die in Deutschland leben, sollen gemeinsam dieses neue Wir begründen. Und da würde ich mich gerne dafür einsetzen. Mhm. Sie haben ja Frau Merkel jetzt mehrmals kritisiert. Was müsste denn Frau Merkel richtig machen, damit Sie sagen, ich würde Sie wählen? Sie hat ja auch manches richtig gemacht. Also ich bemühe mich da schon immer, um fair zu sein. Ich habe ja vorher bei die Ukraine-Sanktionen gelobt, dass sie da Europa zusammengehalten hat. War richtig und notwendig, das haben wir unterstützt. Das größte Defizit sehe ich im Umweltschutzbereich. Ich sehe Frau Merkel, wenn sie bei den Überschriften ist, ist sie Weltklasse. Natürlich muss man jetzt sagen, wenn ich einen Trump sehe, wenn ich die Brexit-Abstimmung sehe, dann erscheint Frau Merkel ja fast wie eine Lichtgestalt. Aber sobald ich ein bisschen unter der Oberfläche kratze, dann kommt halt hervor, Deutschland ist leider nicht Weltmeister beim Klimaschutz. Die CO2-Emissionen gehen seit 8 Jahren nicht zurück. Das heißt, wenn man auf den G20-Gipfel geht und will, dass sich Trump sich bewegt, aber selber mit leeren Händen ankommt, dann wird das nichts. Deutschland kann das besser. Wir haben einen ganz tollen Mittelstand. Wir haben eine großartige Forschungslandschaft. Wir haben ganz viele Start-ups, die gutes Geld damit machen, dass sie Umweltinnovationen entwickeln. Was wir jetzt brauchen, ist eine Bundesregierung, die wieder glaubt an die Stärke des Standorts Deutschland, dass zwischen Ökologie und Ökonomie kein Oder ist, sondern ein Und ist. Und dafür steht meine Partei. Herr Özdemir, Deutschland, wir haben gesehen, dass Sie bei einem Fotoshooting mit der Gala sich mal sozusagen mit deutschen Insignien umgeben haben. Das Foto zeigen wir jetzt auch hinten. Wir würden gerne noch kurz mit Ihnen über Deutschland reden. Erzählen Sie ein bisschen, was ist eigentlich Deutschsein für Sie? Nein, das war jetzt natürlich sehr viel Klischee mit dem Kreuzworträtsel, mit dem Bademantel. Es fehlen eigentlich nur die weißen Tennissocken, die sieht man da nicht so gut. Für mich ist Deutschland erstmal ein Land, das in der ganzen Welt sehr hoch geachtet wird für das Made in Germany. Da sind wir allerdings gerade ein bisschen dabei, dass es Kratzer bekommt, wenn ich an den Großstadtflughafen hier in Berlin denke. Oder an Ihre Heimat Stuttgart. Bahnhof wollte ich jetzt gerade vermeiden, das peinliche Thema. Der Dieselskandal gehört dazu. Das ärgert mich sehr, dass hier die Umweltleidtragende sind, die Gesundheit der Menschen, aber natürlich auch viele Verbraucher, die ein Auto gekauft haben, mit gutem Glauben und jetzt ein Auto haben, wo nichts stimmt von dem, was ihnen versprochen Deutschland. Wurde. Deutschland, 3 Sätze, was ist Deutschsein? Ich finde, Deutschland ist ein großartiges Land, ist eine tolle Demokratie, eine starke Demokratie. Wir haben das toll geschafft mit den Flüchtlingen, worum uns viele beneiden, dass man das kaum merkt. Natürlich haben wir viele Probleme,
Aber ich glaube, dass wir alles haben, was man braucht, um diese Probleme zu lösen. Was ist Ihre persönliche deutsche Eigenschaft? Haben Sie eine? Puh, die persönliche deutsche Eigenschaft. Ich meine, das fängt doch schon an, wenn ich Bad Urach, wo ich geboren bin, verlasse, protestantisch überwiegend, bin im Nachbarort katholisch, da unterscheidet sich schon die Eigenschaften. Ich glaube nicht, dass es den Deutschen gibt, genauso wenig wie es den Türken gibt. Es gibt den Evangelischen nicht, wie den Katholischen, wie den Muslim. Wir sind alle verschieden, das ist doch das Großartige. Aber drei Adjektive, drei konkrete Adjektive. Jetzt sind wir natürlich dann bei den Klischees. Nein, aber deutsche Ihre persönliche Wertarbeit, Meinung. Deutsche Ingenieurskunst, Fleiß, Ordnung, Sauberkeit. Also ich mache das immer so, wenn Sie mich fragen, wenn ich mit meinen türkischstämmigen Freunden zusammen bin, dann sage ich immer, guckt mal, dass ihr nicht die türkische Effizienz mit deutscher Gastfreundschaft zusammenbringt, sondern wenn es geht, andersrum. Wir haben noch eine Frage zum Schluss, Herr Özdemir. Stellen Sie sich vor, einen Monat müssen Sie auf einer einsamen Insel verbringen, können aber nur überleben, wenn Sie eine Person mitnehmen. Sie müssen sich entscheiden, ne? Einen Ihrer Mitbewerber oder Mitbewerberinnen. Wen nehmen Sie mit? Habe ich das gerade richtig gehört? Ich muss mich entscheiden. Sie müssen sich entscheiden, für eine von denen. Also ich würde weder Frau Wagenknecht noch Frau Merkel mitnehmen, denn ich bin glücklich verheiratet. Ich glaube, ich würde den Schulz nehmen aus einem einfachen Grund, weil der ist Bibliothekar, hat eine Buchhandlung gehabt und mit dem könnte ich mich über all die Bücher unterhalten, die ich noch nie gelesen habe und leider mangels Zeit nicht lesen kann. Und ich hoffe, der würde mir dann über all die tollen Bücher erzählen, die ich nicht gelesen habe. Martin Schulz von der SPD geht mit Cem Özdemir auf die einsame Insel, wenn es dazu kommt. Und wenn wir zurückkommen, erzähle ich, wie es war. Herzlichen Dank für dieses Interview. Gerne. Toll, spannend. Ich danke. Wir machen noch ein Selfie, das machen wir immer zum Schluss. Genau.